Willkommen auf meinem Game-Channel. Heute möchte ich zeigen, wie man mit GEGL, mit Ebenentechnik und mit der Filterbank Gimmick einen guten Comic-Effekt erstellen kann, und das auch relativ schnell. Wenn ihr, also diese GEGL-Operationen findet ihr unter Werkzeuge. Wenn ihr das nicht drin habt in der Leiste, dann geht ihr auf Fenster, andockbare Dialoge und hier die Werkzeugeinstellungen, und dann erscheint hier dieser Kartenreiter in der Leiste. Wir beginnen damit, dass wir unser Bild, unsere Ebene viermal duplizieren. 1, 2, 3 und 4, und stellen die untere Ebene auf unsichtbar. Nun gehen wir auf Werkzeuge, GEGL-Operationen und suchen uns hier Edge Zobel und bestätigen mit OK. Dann gehen wir auf Farben, Werte und ziehen uns hier den rechten Reiter oder den Pfeil nach links, dass hier auch schön weiß die Kanten herausgebracht werden, und bestätigen mit OK. Nun stellen wir unseren Ebenenmodus auf Faser extrahieren, rechte Maustaste nach unten vereinen. Nun kommt der nächste Ebenenmodus-Schritt. Wir stellen hier den Ebenenmodus nochmal auf Wert, rechte Maustaste nach unten vereinen. Nun gehen wir auf Filter, Gimmick, und gehen hier auf Enhancement und suchen uns Anisotropic Filtering und bestätigen hier mit OK. Es dauert einen kleinen Moment und sieht das schon ganz gut aus, ohne viel Aufhebens zu machen. Und wenn dieser Filter berechnet ist, gehen wir nochmal auf Filter, Gimmick erneut anzeigen, gehen auf Artistic und suchen uns hier Poster Edges, ja, und bestätigen hier wieder mit OK. Auch hier dauert es einen kleinen Moment. Nun gehen wir auf Filter, verbessern, unscharf maskieren, nehmen hier beim Radius den Wert 125, die Menge 0,50 lassen wir stehen und den Schwellwert bei 0. Bestätigen mit OK. Als letztes gehen wir hin, stellen unseren Ebenenmodus hier nochmal auf Wert. Rechte Maustaste auf die obere Ebene nach unten vereinen. Jetzt können wir die untere Ebene, die wir unsichtbar geschaltet haben, wieder sichtbar schalten. Und hier ist vorher eine ganz normale Ente, 2CV DGW. Und hier die Comic-Ente. Ja, nochmal. Normal. Comic-Ente. Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen. Wenn euch mein Tutorial gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und schenkt mir ein Abo. Bis zum nächsten Mal.